Hallihallo meine Lieben, herzlichst willkommen auf dem Kanal zu einem neuen Video von mir und ich bin irgendwie gar nicht mehr in meiner Videodreh-Angelegenheits-Stimmung. Ich habe keine Ahnung, ich habe seit 3 Wochen keine Videos mehr gemacht, ich hatte so viel vorbereitet, dass ich da gut hingekommen bin jetzt die letzte Zeit und außerdem, ich habe auf Post gewartet. Was wollte ich sagen? Was sage ich denn immer am Anfang? Mein Gott, ich bin so durch den Wind heute. Mein Name ist Sabrina, ihr schaut Sabrina's Books and Crafts und heute, wie man ja unschwer erkennen kann, packen wir zusammen ein Video aus. Auf meinem Kanal gibt es üblicherweise Diamond Painting, Cross Stitch, alles mal, was es geht. Aber ich glaube, mein Hauptding ist natürlich Diamond Painting. In letzter Zeit ein bisschen mehr Cross-Stitch, weil ich da ein riesengroßes Projekt gemacht habe. Aber egal. So, wir packen zusammen aus. Ich habe das Bild von einer Firma namens Newcraft A. Das blende ich euch hier ein. Und bevor ich es vergesse, hier unten ist der Abonnieren-Knopf. Einmal draufdrücken und mir damit eine riesengroße Freude machen. Und ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Wirklich enorm. Ich feiere es jedes Mal. ich habe die Tüte hier schon mal aufgerissen, dass ich hier nicht ganz so viel Kruspellärm mache. Und ich freue mich riesig, dass ich da die Chance habe, euch wieder ein Bild von denen zu zeigen. Ich denke, das Bild haben wir alle schon mal oft genug gesehen, aber ich freue mich total, dass ich es jetzt auch in meinem Besitz habe. Vorher darf ich euch noch sagen... Oder nee, das sage ich euch dann später. Ich packe erstmal aus. So. Wir haben einmal ein Bild. Und ich lege das mal hier hin. Und tada! Einen Stift. Einen Diamond Painting Stift. So. Oh, ist der nicht schön? Ist der nicht schön? Okay, ich bin verliebt. Okay, entschuldigt mein Nägel. Ich habe mir gestern meine Nägel angemalt und so ein bisschen arg daneben gemalt. Oh Mann, seht ihr das, wie toll der glitzert? Oh, okay, ich freue mich. Ich freue mich gerade tierisch. Und was ich noch mega gut finde... Das hier, oh, das ist zugeklebt. Einmal aufmachen. Oh, entschuldigt, das war irgendeine. Das war keine absichtliche Werbung. Ich weiß nicht, woher ich diesen Cutter habe. Okay, das sind nämlich Metallspitzen. Oh, also hier sage ich immer der krumme Rüssel. Ich weiß nicht, wie das Ding eigentlich heißt. Dann einen 6-Placer, steht drauf. Einen Straightener, dass man die Steinchen gerade schubsen kann. Einen, ach nee, das sind 9. Das sind 6. Das sind 3, die nehme ich eigentlich immer. Ich nehme seltenst einen anderen. Und den Single-Placer. Oh, die sind hübsch. Und was ich so schön finde, eine Schachtel macht man... Und dann sind sie sicher. Also ich kann, da schüttelt nichts. Da ist super. Wirklich super. Ich freue mich total. Oh, okay, also das nächste Mal VIP und Chat. Da habe ich euch ja Sachen zu erzählen. Da werde ich den auf jeden Fall verwenden. Bleibt dran, nächste Woche. Dann dieses Bild. Huch, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Gab es da einen Unfall? Aber ich glaube, ich muss mal... Wo mache ich denn da auf? Oh Mann. So. Ich mache einmal hier auf. Und... Oh, man sieht es schon. Man sieht es schon. Oh, okay, gut, das macht natürlich Sinn.
Das ist mein Bild. Diese tollen Strauße. Okay, das Bild ist 25x115. Wenn ich sie jetzt eh schon so in der Hand habe, gucken wir uns einfach mal den Druck an. Der ist ja super. Super. Okay. Gucken dann noch gleich mal welche. Okay, was haben wir denn hier alles? 1, 1, 2, sehr schön. Bis 8. Und dann kommt das Alphabet. Keine Sonderzeichen oder ähnliches. Oh. Wir haben hier schon zwei Steinchen. Ich hoffe, das besagt nichts Schlimmes. Okay, wir haben viel Bild. Viel, viel Bild. Oh wei, oh wei. Ach Gott, was ist denn heute los? Okay, also wir haben ein Toolset, Bötchen, Wachs, Tütchen und einen pinken Stift, hey, mit Multiplacer. Das ist fast schon neu. Cool, okay. Oh, da ist was kaputt. Oh wei, oh wei. Okay, das mache ich gleich mal. Dann, wir wickeln erstmal hier unser Bild auf. Das heißt, wir haben hier gegossenen Kleber oder so eine Mischform. Das heißt, wir können das Ganze einmal nehmen. Wickeln das Ganze einmal anders herum auf. Ein wahnsinnig langes Bild. Dann, ich halte es immer ein bisschen so, wackel ein bisschen, drückt das ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das unnötig ist oder ob das doof ist, aber okay, das ist oben. Hier ist oben. Oh wow. Oh wow, oh mein Gott, das geht bis hier. Oh Mann, das Bild hört gar nicht auf. Ich finde den hier super. Ich finde den hier so super. Der ist mein Liebling. Der hier, der guckt so süß in die Ecke. Der guckt auch mit, hey, was willst du denn? Und der ist auch ein bisschen pumpig. Hm? Oh Mann, stark. Stark. Okay, also was ich jetzt aber erst, ich habe mich nämlich vorbereitet heute. Ich will erst mal gucken, true to size oder auch nicht. Wir haben ein Bild, das ist circa 20. 20. Und der Länge nach. Oh wei, oh wei. Also 1,15 ist gewollt. 1,15 ist gewollt. Ups. Da haben wir so circa 1. Ja, wahrscheinlich so 1,10. 1,10 wird es ungefähr sein. So. Stark. Oh Mann, sind die cool. Sind die cool. Also ich habe mir vorgestellt, dass da möchte ich hinter die Eingangstür hängen oder so zwischen zwei Türrahmen. Ich mache hier schon mal mein Boot fertig, damit die so ein bisschen in die Ecke gucken. Oh je. Ich zeige euch mal schnell die Steine. Jupp, wir haben Verletzte. Was ist denn hier los? Aber ich muss auch sagen, okay. So. Oh oh. Ja, oh oh. Ich packe das jetzt mal alles hier drauf und dann sammle ich die später ein gleich. Okay. Okay, aber ganz ehrlich, das wird mein nächstes Bild, daher habe ich da kein Problem. Also, wir haben Farben, sehr schön. Das sind eigentlich hauptsächlich die Schnäbelchen so ein bisschen, die Farben ausmachen.
Alles andere, oh, viel Grau. Viel Grau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, und hier kommt, hier kommen die Farben raus. Oh, hier haben wir es. Irgendwas ist hier, glaube ich, kaputt. Oder hier. Oh nein. Ich weiß es nicht. Aus einem der beiden. So. Mach ich nochmal so rum. So. Und wir sehen auch, wir haben... Oh, hier ist es. Oh ja. Okay, alles klar. Ja, okay. Habe den Übeltäter gefunden. Lege ich mal hier rein. Okay. Naja. Macht nichts, macht nichts. Kriegen wir alles hin. So, also. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier die DMC-Nummern. Die stehen aber nicht auf den Tütchen. Das heißt, auf den Tütchen sind die Nummer 1, 2 und so weiter drauf nummeriert. Aber auf der Leinwand ist DMC-Nummer. Ich hätte es fast ein bisschen schöner gefunden, wenn diese Liste hier unten wäre, dass man hier nochmal gucken kann. Aber, mein Gott, was soll's? Das macht ja nichts. Oh, ich finde die so süß. So süß. Also den finde ich ja auch super. Ich bin so der pumpige Typ, der so dieses, hey, was willst denn du? Das finde ich super gut. Okay, saustark. Oh, ich freue mich. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nur eigentlich wirklich schnell dieses süße Unboxing machen. Ich bin ein Riesenfan von diesem Bild. Ich liebe es und ich freue mich schon, wenn ich das anfange. Das werde ich auch als nächstes anfangen. Daher würde ich mich total freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und mit mir dieses Bild hier paintet. Ansonsten, Stift im Einsatz, den wird es nächste Woche auch auf jeden Fall geben. Mit den Metallspitzen. Und huch. Damit würde ich mich jetzt für heute schon von euch verabschieden. Nicht zu vergessen zu abonnieren. Bei New Craft Day schaut immer mal auf der Startseite. Da gibt es immer eine Aktion, Rabattaktion. Wenn man über 50 Euro zum Beispiel kauft, kriegt man ein gratis Bild. Oder. Und mein Rabattcode, der ist hier nochmal eingeblendet. 10% gibt es da, aber der steht auch nochmal unten in der Beschreibung bei den Produktlinks. Daher nutzt es aus und nicht vergessen, es ist eine budgetfreundliche Firma. Aber habt Spaß beim Painten. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal, nächste Woche. Habt einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende, schönen Abend, schönen, wann auch immer ihr das Video schaut. Wir sehen uns. Tschüss.